Ja, Freaks, das Wetter ist absolut traumhaft. Ein herrliches Wetter, ein echter Frühlingstag und es geht ab. Es geht so ab. Ich muss meinen Rasenmäher fertig kriegen. Ich hole jetzt meine Toro-Teile ab, die rot lackiert wurden. Ja, Freaks, hinter mir ist die Firma Voltec. Da hole ich jetzt gleich meine Teile raus. Da sind die neuen Teile. Knallig rot. Hier. Schön. Heiß. Die andere Seite hier. Wow. Hier die neue rote Platte. Oh. Cool. Da kann man einen Unterschied sehen. Unfassbar hier. Ja, jetzt wird noch ein bisschen die Walze vorne schön gemacht. Na, wenn das nicht cool aussieht. Was ich total irre finde, Freaks, dieses Messer hier, das muss ich euch mal zeigen. Das schneidet, also es ist die Wonne, die dieses Messer schneidet. Oder nicht? Na hier. Da muss noch ein ganz bisschen, genau, da fehlt ein ganz bisschen. Es ist ein Genuss, wie diese Spindel schneidet. Die ist zwar völlig runter, aber es ist ein Traum. Es ist ein Traum. Das ist so geil. Ey, das ist eine ganz andere Nummer als John Deere. Das ist so unglaublich gut. Bin total begeistert. Also wie diese Spindel schneidet. Wie funktioniert denn jetzt hier so eine Leere zum Einstellen der Schnitthöhe? Die Schnitthöhe ist der Abstand zwischen der Platte und dem Schraubenkopf. Dieses Maß hier, das ist genau die Schnitthöhe und die habe ich auf 16 mm eingestellt. 16 mm. Jetzt hängt man den Schraubenkopf hinter das Untermesser und legt unten die Platte an die hintere Rolle an. Und jetzt muss man die vordere Rolle oben gegen die Platte drehen. Und man sieht schon, wie viel das ist. Das ist echt der Hammer. Die war also anscheinend auf Greens Schnitthöhe eingestellt. Das ist unglaublich. Ja, Freaks. Um jetzt also diese Rolle nach unten zu drehen, um hier diesen Abstand zu kriegen, da sieht man noch, da habe ich jetzt noch einen Finger Luft, muss ich jetzt die ganze Rolle über diese beiden Verstellungen nach unten drehen. Und, tja, das ist ein 18er. Andere schön unten gegenstellen. Und jetzt vorsichtig gegenschrauben. Immer mal gucken. Oh, lässt sich das gut einstellen? Das ist ja ein Unterschied. Oh, mich gegen. Fast, noch ein ganz bisschen. Klack. Jetzt bin ich gegen. Andere Seite. Sauber. So jetzt. Nehmen wir mit hier. So, ein bisschen noch. Festschrauben. Damit sichere ich jetzt quasi diesen Verstellmechanismus. Das lässt sich hervorragend einstellen hier. Das ist einfach nur cool. So, das war's jetzt. Schöne Spindel.
Echt cool. Ja, ich muss ihn nochmal einmal sauber machen. Das sieht natürlich jetzt echt krass aus. Ich habe die neuen Teile bekommen. Ja. Total krass hier, jetzt in Rot. Oh. Nicht zu fest. Sehr schick. Oh, total cool. Yeah, Freaks.